Sehr verehrte Frau Präsidentin, sehr verehrte Kolleginnen, sehr geehrte Kollegen. Wenn es um innere Sicherheit geht, dann ist der öffentliche Fokus derzeit gerade auch im Lichte des schrecklichen und unfassbaren Anschlags vom 19. Dezember am Breitscheidplatz hier in Berlin natürlich auf den islamistischen Extremismus und auf den islamistischen Terrorismus gerichtet. Und es ist auch richtig, dass wir uns diesem Phänomen zuallervorderst annehmen. Aber trotzdem dürfen wir nicht außer Acht lassen, dass wir auch andere Phänomene im Bereich der Sicherheitspolitik haben, die unsere große Aufmerksamkeit erfordern. Und ich meine vor allem in diesem Zusammenhang die organisierte Kriminalität. Jährlich steigen die Zahlen der Verfahren im Bereich der organisierten Kriminalität. Und wenn man sich dann ansieht, dass im Jahr 2014 allein 48 Verfahren in Deutschland gegen kriminelle Rockerbanden geführt wurden, dann entspricht dies 8,4% aller Verfahren gegen organisierte Kriminalität. Wenn man dann auf die Zahlen, die Verfahren hinzurechnet, die mittelbar gegen kriminelle Rockerbanden geführt wurden, das waren 23, dann ist dies schon eine sehr beachtliche Zahl mit 71 Verfahren insgesamt in Deutschland. 2015 waren es 42 Verfahren gegen kriminelle Rockerbanden, das entspricht 7% aller Verfahren gegen die organisierte Kriminalität. Hier kommen noch 29 Verfahren mit hinzu, die mittelbar gegen kriminelle Rockerbanden geführt wurden. Meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, in sogenannten Outlaw Motorcycle Groups, Gangs, sind insgesamt über 5.500 Mitglieder organisiert in mehr als 250 Gruppierungen. Das Lagebild des Landeskriminalamtes Nordrhein-Westfalen hat Ende letzten Jahres zutage gefördert, dass die Anzahl der polizeibekannten Rocker allein zwischen 2010 und 2016 sich mehr als vervierfacht hat. Das zeigt, dass dies ein Phänomen ist, das ernst zu nehmen ist. Kriminelle Rockerbanden sind vor allem im Bereich der Drogenkriminalität, des Menschenhandels, der Zwangsprostitution, aber auch der Schutzgelderpressung tätig. Ich möchte auch eines deutlich machen. Wir hegen überhaupt keinen Generalverdacht gegen friedfertige Motorsportclubs, gegen Motorradclubs, die sich in ihrer Freizeit organisieren, die ihrem Hobby in friedfertiger und harmloser Weise nachgehen. Aber wir müssen klar differenzieren zwischen diesen friedfertigen, zwischen diesen harmlosen Motorradclubs auf der einen Seite und hochkriminellen Rockerbanden auf der anderen Seite. Und es geht hier vor allem auch darum, dass wir deutlich machen, dass es auch nicht zugelassen wird, dass die Organisationsform des Vereins hier missbraucht wird. Der überwiegende Großteil dieser kriminellen Rockerbands sind als Vereine organisiert. Und das deutsche Recht, das deutsche Vereinsrecht, sieht als Ultima Ratio dann den Verbot eines Vereins als Möglichkeit vor. Davon wird auch immer wieder mal Gebrauch gemacht. Das ist auch richtig so. Und wir hatten zu diesem Gesetzentwurf im Dezember letzten Jahres eine sehr einblickgebende Sachverständigenanhörung. Und die Sachverständigen haben uns auch noch mal sehr deutlich vor Augen geführt, dass der Organisationszusammenhalt in einer Rockergruppe vor allem auch durch die einheitliche Kleidung zum Ausdruck gebracht wird, dass das Tragen der Kutte eine integrative Wirkung hat, weil damit auch gegenüber der Öffentlichkeit, gegenüber Unbeteiligten zum Ausdruck gebracht wird: Wir sind die Stärkeren. Wir unterminieren durchaus auch den Anspruch des Staates, das Gewaltmonopol auszuüben. Wir stellen durchaus auch den Rechtsstaat zur Disposition. Und wir dürfen es, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, nicht zulassen, dass hier rechtsfreie Räume entstehen. Deswegen ist es richtig, dass dann auch in derartigen Fällen von der Möglichkeit des Vereinsverbotes Gebrauch gemacht wird. Es gab im Jahr 2002 eine Änderung des Vereinsgesetzes, die diese Möglichkeit auch verstärkt vorsah. Nur müssen wir, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, jetzt feststellen, dass insbesondere im Lichte eines Urteils des Bundesgerichtshofes vom Juli 2015 diese Änderung aus dem Jahr 2002 ihre gewünschte Wirkung nicht entfaltet hat. Weshalb? Weil der Bundesgerichtshof das subjektive Tatbestandsmerkmal in § 9 Absatz 3 des Vereinsgesetzes sehr restriktiv ausgelegt hat. Das hatte zur Folge, dass zwar der einzelne Verein als verboten galt und auch das Tragen der jeweiligen Kutte auch mit dem Namenszusatz verboten war, aber es durchaus möglich war, dass Schwestervereine, also Chapter beispielsweise, der Bandidos oder der Hells Angels, mit einem anderen Namenszusatz durchaus weiterhin legal getragen werden konnten.
Und das kam, und das war natürlich eine Tür, die sich dadurch geöffnet hat, die dem Missbrauch auch Tür und Tor geöffnet hat. Und vor dem Hintergrund ist es richtig, dass das Bundesinnenministerium eine Initiative ergriffen hat, das Vereinsgesetz dahingehend zu ändern, dass dieses subjektive Tatbestandsmerkmal in § 9 Absatz 3 des Vereinsgesetzes gestrichen wird. Wir brauchen in Zukunft die Möglichkeit umfassender Kennzeichenverbote. Und wir haben uns sehr intensiv im Innenausschuss des Deutschen Bundestages mit diesem Gesetzentwurf auseinandergesetzt. Wir sind der festen Überzeugung, dass auch dem Bestimmtheitsgebot mit dieser Änderung in ausreichender Weise Rechnung getragen wird und dass vor allem auch mit dieser Änderung eines klar wird, dass man nicht die Möglichkeit hat, indem man schnell mal den Namenszusatz auf der Kutte wechselt, man dann weiterhin auf legale Weise sich dieser an sich verbotenen Organisation in der Öffentlichkeit als zugehörig zeigt und erweist. Meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, ich bitte Sie herzlich um die Zustimmung zu diesem wichtigen Gesetzentwurf, der zwar auf den ersten Blick vielleicht kleinteilig ist, der aber aus meiner Sicht eines deutlich zum Ausdruck bringt, dass wir mit dieser gesetzlichen Änderung konsequent zum Ausdruck bringen, dass wir keine rechtsfreien Räume in Deutschland dulden, dass wir in Deutschland auch eines nicht dulden, dass das Recht des Stärkeren gilt, dass der sich sein Recht nimmt, der die Möglichkeit dazu hat, sondern dass in Deutschland der Rechtsstaat gilt. Und wir haben im Rahmen eines Änderungsantrages darüber hinaus jetzt noch eine EU-Verordnung über das Statut und die Finanzierung von europäischen Parteien und Stiftungen umgesetzt, indem wir das Bundesinnenministerium als die nationale Kontaktstelle definieren. Ich glaube, auch dies ist sachgerecht, dass wir diese EU-Verordnung, die jetzt ab 1. Januar diesen Jahres gilt, auch sehr schnell im Rahmen eines Änderungsantrages einfließen lassen in das laufende Gesetzgebungsverfahren. Ich bitte Sie, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, wirklich herzlich um die Zustimmung zu diesem wichtigen Gesetzentwurf, zu dieser wichtigen Änderung des Vereinsgesetzes, weil damit die Möglichkeit gegeben wird, dass wir unsere Behörden in die Lage versetzen, konsequent und entschieden gegen organisierte Kriminalität, insbesondere gegen kriminelle Rockerbanden, vorzugehen. Ich danke ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Als nächste Rednerin hat Ulla Jelpke von der Fraktion Die Linke das Wort.